Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder fleißig hier bei uns den Reitplatz am Begradigen und habe die Halle oder Hallen schon fertig und die anderen Plätze. Das ist der letzte Platz hier. Und dann habe ich immer so ein bisschen Zeit, auch während des Fahrens in den Plätzen oder auf den Plätzen, ja, mir so Nachrichten anzuschauen und gerade von der Rheinzeitung auch einen interessanten Artikel gesehen. Den habe ich auch gerade bei mir geteilt, dass es ja wieder bergauf geht mit vielen Geschäften im Ahrtal und oder mit vielen, mit einigen, die jetzt schon wieder geöffnet haben. Ganz interessanter Artikel. Ja, hier ist ein bisschen diesig, die Luftfeuchte ist recht hoch, aber es ist relativ warm. Wir haben, glaube ich, 5 Grad plus. Und das ist so das Wetter, was mir am meisten gefällt, ohne Frost. 5 Grad plus ist keine Frostgefahr und dann haben wir schon mal kein Wasserproblem hier auf der Reitanlage. Ja, jetzt am Wochenende ist, glaube ich, Landratswahl im Ahrtal. Bin schon ganz gespannt, was passiert. Bin auch von mehreren Medien gefragt worden über meine Meinung und sollte Aussagen treffen zu den einzelnen Kandidaten. Da ist mir tatsächlich so eine Art Fragenkatalog zugeschickt worden. Habe ich mich nicht zu geäußert, werde ich auch nicht machen. Ich habe immer gesagt, ich halte mich aus Politik und aus allem raus. Und die Aufgabe, die der neue Landrat bekommt, egal, oder Landrätin, man weiß es ja nicht, der muss man auf jeden Fall gewachsen sein. Und das ist, glaube ich, was, ja, was eine ziemliche Last sein wird für denjenigen, der diese Aufgabe erhält und bekommt. Und bin ja auch so ein bisschen gespannt, wie es denn ausgeht. Und hoffe einfach nur, dass dann es genauso konstruktiv weitergeht, wie es jetzt auch ist. Und dementsprechend schauen wir einfach, was passiert. Ja, ansonsten geht es auch nächste Woche weiter im Ahrtal. Wir werden die Fläche weiter bearbeiten als Baustofflager. Thema Baustofflager. Der Tibor bekommt, glaube ich, gerade im Moment eine Lieferung. Eine sehr große Lieferung, wenn ich es richtig verstanden habe. Er hatte mich auch gebeten, vorbeizukommen heute Morgen. Die Bürgermeisterin ist auch da und es wird, glaube ich, auch jemand geehrt. Ich habe leider keine Zeit, weil wir heute auch misten. Das heißt, ich mache jetzt die Plätze fertig, bin dann wieder zu Hause und wir machen den Rest der Reitanlage und dann sind wir mit Misten durch. Ja, also ich schaue jetzt gleich direkt mal, was der Tibor hochgeladen hat oder ob er live ist. Dann würde ich das hier auch teilen. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und das ist so das Schöne, es läuft alles parallel, auch in anderen Katastrophengebieten und auch mit den Baustoffen. Baustoffzelt Kaiser kooperiert eben mit der Baustoffgeschichte in Erftstadt. Die tauschen sich aus, das läuft alles perfekt. Und gestern hatte ich auch mit Dieter Könnes ja gestern Abend nochmal echt ein super nettes Gespräch, so eine Art Rückblick von den letzten 6 Monaten. War eine tolle Sache. Wir haben natürlich danach noch echt viel Zeit gequatscht, nachdem die Kamera aus war. Und wir sind uns einig, dass wir weiter am Ball bleiben und weiter ja, in den Katastrophengebieten helfen wollen. Jeder auf seine Art und Weise, was er kann und was er macht. Und es gibt viele ganz tolle Signale. Da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, weil das ist einmal die Sache vom Dieter und einmal die Sache von jemand anderem, der sich dann jetzt in naher Zukunft zu einer bestimmten Sache äußern wird. Die Spendenbereitschaft ist wirklich immer noch gigantisch groß und die brauchen wir auch. Und da gibt es eben auch ganz tolle Neuigkeiten. Aber ich bin nicht derjenige, der es jetzt in die Welt posaunt. Das sollen die Leute machen, die es betrifft. In dem Sinne, ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende, ein erholsames Wochenende. Die Wetterprognosen sehen sehr gut aus. Mich freut das wahnsinnig. Ich habe immer im Hinterkopf, wenn wir keine Kältewelle kriegen, wie wir das schon in den letzten Jahren ab und zu mal hatten, dann ist das vor allem für die Betroffenen gut, die keine Heizung haben oder die Gefahr, die ja immer wieder besteht, dass Strom ausfällt wegen zu viel Heizlüftern. Und wenn jetzt die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen gutes Wetter gemeldet ist, dann kommen wir so langsam in den Frühling. Und ich glaube, dann haben wir es vielleicht auch bald überstanden. So, in dem Sinne, macht's gut und wir hören und sehen uns mit Sicherheit noch später. Mal gucken, was es hier auf der Reitanlage gibt. Eventuell fahre ich auch ins, entweder nach Erftstadt oder vielleicht noch ins Ahrtal. Ich muss mal schauen, was heute der Tag bringt.
In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns sehen uns. Tschüss. Ja, wir sind hier gerade am Springplatz und wir haben hier heute Springlehrgang und Dressurlehrgang. Und ja, in der Corona-Zeit ist natürlich schwierig, viel zu machen oder überhaupt was zu machen. Und deshalb sind wir nur ohne Fahrrad gefahren, ne? Mit dem Paulchen. Und schauen hier ein bisschen zu. Ich will jetzt nicht hier rumfilmen, weil ich nicht gefragt habe. Und das sind so die Sachen, die samstags am späten Nachmittag laufen auf manchen Reitanlagen. Und für die Leute freut es mich, dass zumindest solche Lehrgänge oder eben solche Kurse im Freien stattfinden können. Und das ist ja alles sehr konform und sehr sicher hier. Wir haben auch ein paar Zindlinge gesehen, ne Paula? Mhm. Aber die sind schwer zu erkennen. Wir können mal gucken, ob wir noch ein paar sehen. Komm, sollen wir mal gucken. Paul wollte schwimmen gehen, aber würde jetzt nur beim Lehrgang stören. Man sieht, wie klar das Wasser ist. Aber es ist schwierig, die Fische zu sehen, weil die irgendwie weiter weg sind. Wir haben eben ganz lange gebraucht, bis wir überhaupt einen Zindling entdeckt haben. Ja, sieht alles so ein bisschen trist aus, aber die Vögelchen waren heute schon fleißig am Singen. Hat schon was Frühlingshaftes. So langsam geht es in die richtige Richtung. Ja. Und hier geht die nächste Runde los. Ja, ich würde gerne Live-Übertragung machen von dem Kursus, aber ich will da jetzt nicht rumschreien, ob ich filmen darf. Und wir sind auch gleich wieder weg. Bevor es dunkel wird, müssen wir noch einmal durch den Wald auf den anderen Hof. Aber ich sehe sie nicht. Siehst du die, Paula? Hat eben schon gedacht, die wären weg. Dass sie vielleicht geholt worden wären von einem Fischreiher oder so. Aber dann haben wir sie doch wieder entdeckt. Naja, mit den Bildern euch noch einen schönen Nachmittag. Und das Wetter ist so lala. 5 Grad und diesig. Wo sind die? Komm, wir gucken nochmal da hinten. Hier sind ja ganz viele Süßwassermuscheln drin und alles andere an Getier, was hier selbst angesiedelt hat. Aber ich sehe jetzt keine. Hier ist so ein behaarter Zindling. Naja, mit den Bildern verabschiede ich mich und euch noch einen schönen Rest Samstag. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi.